So, servus Freunde, hier geht's wieder weiter mit Technik, wie denn auch sonst. Heute habe ich für euch einige Probleme des neuen iPhone 16 Pro vorbereitet und das ist wahrscheinlich gekoppelt an iOS 18, aber lass uns direkt loslegen mit den Problemen. Aber bevor wir einsteigen, das iPhone 16 Pro mit diesen Problemen kann ich euch jetzt gerade so nicht zeigen, weil es gerade mich aufnimmt. Und nein, der Ton, den ihr hört, das ist nicht das super Mikrofon des iPhones. Das ist ein Rode VideoMic NTG, welches genau hier vorne ist, ja, direkt über meinem iPad. Dazu komme ich auch, warum ich das nicht damit aufnehme. Es wäre gut. Ich könnte das sogar hier in meinem Studio, also hier sind die Wände beklebt, oben, unten, überall alles gut, aber es gibt damit auch ein Problem. Okay, was haben wir denn da an Problemen? Kamerasteuerung, fangen wir doch am besten damit an, das ist der super geile Knopf, den ich aber so geil gar nicht finde, weil eigentlich kann der nichts. Das Einzige, wofür ich ihn tatsächlich nutze, ist einfach mal die Kamera anzumachen. Und da gibt es aber drei Möglichkeiten an sich. Ihr kennt es ja am Display, wenn man nach links swiped, dann öffnet sich die Kamera. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2, man kann ja diese Shortcuts mittlerweile belegen, wie man will, aber auch da kann man die Kamera einschalten. Und last but not least eben der Kamera-Button. Vielleicht gibt es noch eine, bestimmt, na klar, man kann über den Action-Button, Entschuldigung, dann ist es die vierte und somit ist es egal. Ich mache es jetzt aber über die neue Taste, ne? Bezahlt ist bezahlt, ne? Muss man ja irgendwie auskosten. So, jetzt mache ich das Ding an und es geht aber nicht. Das heißt, es geht nicht immer beim ersten Druck. Man sieht diese kleine Geste an der Seite, die kommt, aber da muss man nochmal drauf drücken, weil man ihn, also das Telefon, das iPhone, sozusagen aufgeweckt hat, auch wenn es ein Always-On-Display ist. Es ist aber immer so ein bisschen Schlummermodus. Dann drückt man halt nochmal drauf und dann geht die Kamera auf. Ja, und dann kannst du schon mal nicht mal wechseln zwischen vorderer und hinterer Kamera. Und wenn du vorher ein Selfie gemacht hast, dann hast du ein Problem. Dann musst du trotzdem wieder rumtatschen. Also das ist das Ganze noch nicht durchdacht, aber iOS 18.1 bringt ja dann doch den Wechsel. Ja, das ist also das erste Problem. Das zweite Problem, was ich habe, ist der Druckpunkt für Fotos. Es gibt ja diesen leichten Druck und den leichten doppelten. Das ist okay, finde ich. Da kann man sich sehr schnell mit arrangieren. Aber der Druckpunkt, um eben ein Foto zu schießen oder einen Film zu drehen, finde ich einfach mal ganz schlecht. Der Knopf ist ja nicht irgendwie so ein schöner wie bei einer Spiegelreflex oder Vollformat, wie auch immer die Dinge heißen. Der ist ja wie so ein laut-leiser Button und den muss man schon mal so ein bisschen reindrücken. Und wenn man ein Foto macht, also ich möchte die Kamera stillhalten, auch wenn da tolle Technik verbaut ist, bin ich der Freund davon, dass die Kamera gerade stillgehalten wird und nicht, dass man durch dieses Drücken eben den Sensor da unnötig in Bewegung bringt. Und das ist schlecht. Jetzt ist der aber schon hardware-seitig so verbaut. Was können die machen? Die können natürlich in die Software sowas einbauen, dass wer mag, sich das so einstellt, dass der Softdruck das Foto auslöst. Wäre ich dafür. Zumindest als Probe. Nur eine als Option, sagen wir so. Druckpunkt für Fotos schlecht. Also da mache ich nach wie vor, das ist mit der Laut-Leiser, das ist schon angenehmer. Tatsächlich. Und so der erste Eindruck nach seit wann habe ich denn das? Seit Freitag. Seit letztens Freitag habe ich das Handy und der Knopf, also der hat mich alles andere als irgendwie überzeugt. Ich komme übrigens von einem iPhone 13 Pro. Also der Wechsel ist jetzt fast gerechtfertigt, möchte ich sagen. Auch wenn das 13er Pro am Tag, wenn ich euch zwei Fotos zeige, nebeneinander so auf die Schnelle, da hast du nicht mal unbedingt einen ganz großen Unterschied. Ne? Aber ja, ich nutze es für meine YouTube-Aufnahmen und hier ist es jetzt eigentlich, ist der Raum dunkel, aber ich habe hier das Hauptlicht, welches noch nicht so soft ist, weil ich da nur so eine kleine Plastikscheibe, das Fülllicht ist auch so ein kleiner Piepser. Ist alles verlinkt übrigens in der Beschreibung, könnt ihr euch angucken, was ich jetzt hier so alles Tolles habe. Und über mir noch ein Licht halt. Ne? Und hinten seht ihr ja Philips Hue und da meine tolle YouTube-Lampe, die ich von YouTube bekommen habe. Übrigens nicht von diesem Kanal. Ja, ich habe noch einen anderen Kanal, da habe ich über 40.000 Abonnenten. Aber den mache ich schon seit Jahren, so einen Technikkanal. Ich habe hier einfach Spaß dran. So, Druckpunkt schlecht, kommen wir zum dritten Punkt. Alles kann man schneller auf dem Display drücken. Damit meine ich die gesamte Steuerung, die man über diesen Knopf da lang swipen kann. Also ihr könnt nicht einfach swipen, wann ihr wollt. Ihr müsstet schon noch mal kurz vorher drücken und dann ist das schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und wenn ich auf ein Display tippe,
habe ich, finde ich, also ich für mich kann das alles schneller machen, weil dort musst du halt klicken und rausklicken, um in dieses nächste Menü und so weiter. Und da hast du halt alles auf dem Display wunderbar. Du kannst da schnell zu dem gewünschten Menü kommen, sage ich mal, ja, ob das jetzt der Blitz ist, ach, weiß der Geier, was man alles machen kann, geht über das Display im Moment besser, schneller. So, dann kommen wir zum Punkt Audiomix. Der Audiomix ist an sich super, beziehungsweise die Mikrofone, dieses 3D-Audio, so heißt das, wenn man in den Einstellungen ist, 3D-Audio, das ist gut, aber noch nicht gut genug. Es ist übersteuert, das heißt, wenn man damit ein ganz normales Video aufnimmt und dann eben in der Fotos-App die Einstellung macht, zum Beispiel im Bild oder Studio, was ich gern mag, dann will das System, die Software, die KI das so simulieren, als hätte ich so ein Mikro vor mir oder, was habe ich hier noch, DJI Mic 2, auch sehr schön, auch sehr gut. Und das wird simuliert und an sich ist das ganz gut, aber wirkt zu übersteuert. Und es gibt dazu so einen Regler, aber wenn du den Regler verschiebst, dann hörst du fast raus, welches Mikrofon gerade dafür genutzt wurde. Und der gute Effekt ist manchmal auf einmal teilweise weg und naja, lass gut sein. Aber wenn das nicht so übersteuert wäre, meine ich, wäre das gut. Das werde ich hier noch auf diesem Kanal testen. Aber im Moment klingt es einfach schlecht. Ich komme gleich zu dem Punkt. Audiomix-Ausgabe geht nicht immer. Das heißt, ich nehme was auf, sage ihm, mach mal jetzt im Bild oder Studio oder Kino und möchte das aber über die AirPods wiedergeben. Original AirPods, wo habe ich sie? Da hinten liegen sie. Da hinten liegen sie. Na, bei diesem Licht. Da hinten liegen meine AirPods Pro erste Generation. Und dann stoppt es. Es stoppt, als ob die App einfriert, aber man kann trotzdem noch zurückgehen. Also, aber das spielt einfach nicht ab. Das Video wird nicht abgespielt. Schlecht. Gleiches dann, wenn du Audioquelle Auto hast. Du bist im Auto. Willst ein Video wiedergeben, was du vorher aufgenommen hast? Aber das geht dann nicht. Und komischerweise, nach einigen Minuten, als ob er das irgendwo hochgeladen hat und zurückbekommen hat und das grüne Licht bekommen hat, dann geht's auf einmal. So ist das, glaube ich, nicht vorgesehen. Audiomix im Studio, das, ich meine jetzt hier, und das habe ich vorhin angesprochen oder eben gerade, und da haben wir folgendes Problem. Wenn du einen Raum hast wie diesen, wo alles an sich schon gut klingt, also der Raum ist gut gedämmt, ne? Nach oben habe ich diese Dinger, vor mir habe ich diese Dinger, hinter mir habe ich diese Dinger, links nicht, aber rechts, ja, da habe ich nur so ein paar Gardinen. Und dann klingt es ganz komisch, weil der Ton ist schon gut an sich und der macht aber noch mehr draus und das wird dann Käse. Also und das stört mich, weil ich wollte unbedingt mal, ich meine, ich habe die Mikrofone, ist jetzt nicht so schlimm, aber ich wollte gerne mal gucken, Mensch, wie macht sich das iPhone mit Studiomodus im Studio? Aber das ist ja dann wie Doppelstudio und das klingt dann auch wie, hör mal auf. Naja, ProRes. Das Video wird jetzt gerade in ProRes HDR aufgenommen. Ich habe einen so einen Rig, ne, wo du alles dran machen kannst. Da ist jetzt das iPhone eingeklemmt und da ist auch ein Spiegel übrigens. So ein kleiner Spiegel. Ich glaube, der ist auf jeden Fall mit in der Beschreibung, verlinkt in der Beschreibung, so wollte ich sagen. Und die SSD, so eine Samsung T7, 1 Terabyte, total gut, ist jetzt natürlich dran, sonst könnte ich ProRes nicht aufnehmen. Es ist ein iPhone mit 128 GB. Man könnte meinen, das ist wenig, aber dadurch eben, dass ich diese Möglichkeit habe für meine YouTube-Videos, perfekt. Und das Mikro ist natürlich ein kleines Hub. Ich habe ein kleines Hub, das geht ins Hub, SSD geht ins Hub und dann geht das Hub ins iPhone. Und so ist das Ganze hier verbunden. Und mein Problem ist, oder der Fehler ist, in der Apple-Support-Seite, auf der Apple-Support-Seite steht, man kann wählen beim iPhone 15, 15 Pro oder anders, 15 Pro, 15 Pro Max und dann die neueren, kannst du wählen zwischen SDR, HDR und ProRes. Und jetzt gibt es diese Möglichkeit nicht in den Einstellungen. Das heißt, ich muss zwangsläufig in HDR aufnehmen. Gut, ich habe auf einem anderen Kanal mit Greenscreen gearbeitet. Das ist wiederum schlechter in HDR. Hier kann ich es mir erlauben, sozusagen in HDR das Ganze aufzunehmen.
Die meisten haben ja mittlerweile HDR-fähige Handys, Tablets, Computer, wie auch immer. Drum ist das kein Problem. Aber ich hätte gern trotzdem SDR, also Standard Dynamic Range. Geht nicht. Dann habe ich den Apple-Support angerufen und sage, hey Kollege, auf der Apple-Seite steht, ich kann SDR auswählen. Dann können Sie doch einfach HDR ausschalten. Dann sage ich, ja, dann sag mir wie. Sag mir, wie ich HDR ausschalten soll, wenn ich ProRes aufnehmen will. Ja, dann nehme ich halt nicht in ProRes auf. Habe ich mir gedacht, genau. Dann hol dir doch ein Trabi, Alter. Dann brauchst du auch, das ist eine kleine Aufregung von mir. Dann nehmen sie halt nicht. Also, kaufst den iPhone für 1200 Euro, aber dann machst du halt nicht. Einfach geil. Also da muss ich sagen, Hut ab. Es sind auch nicht alles Profis da, die da sitzen. Das hat er mir auch erklärt, tatsächlich. Das sind Menschen, die, er selber war Koch vorher. Er war Koch. Aber er hat sich gewagt, ins Ausland zu gehen, nach Irland. Sorry, dass ich jetzt abschweife, aber war eine interessante Story. Und er wird halt angelernt. Das Problem ist, ich habe schon sozusagen bei Apple alles durch. Ich habe schon iMac gehabt, MacBook, also iMac, der Late 2012, dann der 2013, dann MacBook 2019 oder sowas. Tablets, auch alle möglichen iPads, jetzt das noch mit dem M1, Apple Watch 7, Stainless Steel, Apple Watch 1, 2, 3, was weiß ich. Und auch so, HomePods und HomeKit und alles. Und ich kenne die Problemchen und Wehwehchen und Time Capsule und alles seit Jahren und lebe in diesem System. Das heißt, wenn mich jemand fragt, und gerade auch die Keynotes, ich gucke mir jede Keynote an, ich weiß, was Phase ist, so ungefähr. Und wenn mir jetzt einer sagt ProRes, ja okay, und der wusste nicht, was ProRes ist. Ist aber Apple Support. Dann, Leute, wo kommen wir da hin? Ja? Setz doch mal jemanden hin, der ein bisschen mehr weiß da. Nichts gegen ihn. Er kann ja nichts dafür. Er wurde eingestellt. Das passt. Okay, also kein SDR. Problem. Dann kam ein Wartungsupdate. Ohne, dass es angekündigt wird. Ich weiß nicht, ob es bei euch kam, aber das, oder anders, mein 13er Pro habe ich vorher auf 18.0 geupdatet, passt. Dann kam am Freitag, pünktlich am Freitag, das iPhone 16 Pro mit natürlich iOS 18 und er hat nur bis 63% geladen, weil ich eingestellt habe, bis 80 laden. Verstehst du? Ich stelle einen nur bis 80 laden, er lädt aber nur bis 63. Morgens bin ich aufgestanden, MagSafe 63%, Strom, was ist da los? Stehen geblieben, so als ob er bei 80, aber er ist bei 63. Ich rufe den Apple Support an, weiß nicht weiter. Ja, das ist schön. Ich weiß aber auch nicht weiter. Und ich habe gerade ein neues iPhone. Sagt er, naja, vielleicht Wasserschaden? Sag ich, Alter, ich habe das vor ein paar Stunden bekommen gefühlt. Weißt du, das war von Freitag auf Samstag und Samstag habe ich ihn angerufen. Da ist nichts mit Wasser. Ich habe das ausgepackt. Das ist neu. Da ist noch nichts dran. Und während wir telefonieren, in der Minute 22, ich habe nämlich einen Screenshot, den blende ich jetzt ein. Genau. Da gucke ich in die Einstellungen und da gab es ein Update. Und dann sagt er, er kennt das Update nicht. Es war auch nicht bei iPhone oder sonst irgendwo, dass es ein Update gibt. Das gab es aber. Ich habe es ja gemacht. Und was ist passiert? Mein iPhone hat danach wieder geladen. Nach diesem Update. Tja, wehwehchen Problemchen. Okay, und dann das iPhone-Display und man kann dort in der Spotlight-Suche, glaube ich, heißt die. Also ich habe es bei mir unten, ne, über diesem Dock, diese Punkte oder Suche steht da, klicke ich drauf. Und wenn du da nur ein S eingibst, bupp, geht's weg. Das S ist weg und das springt einfach weg. Das Ganze, das verschwindet. Hä, wie? Also wenn du nur ein S eintippst, nicht irgendwie A, B, C, sondern tatsächlich ein S, dann springt's weg. Bis du schnell schreibst, zum Beispiel SC, dann bleibt's. Aber wenn du nur ein S machst, dann klack, innerhalb von einer Sekunde ist das weg. Das sind jetzt so die Wehwehchen, die ich mitbekommen habe. Jetzt, wenn ich so ein bisschen oben drüber schaue, dann schaue ich halt auf meinen Spiegel. Manche haben richtig gute Kameras, Monitore, damit sie sich selber auch sehen. Ich habe es günstig gemacht. Ich habe ein iPhone, wobei das iPhone kostet natürlich auch Geld. Aber dahinter ist mit so einem Cold Shoe Mount
so ein Spiegel extra dafür gedacht. Tatsächlich habe ich den auch gekauft und da kann ich mich sehen, ne? Damit ich weiß, nicht, dass ich mal irgendwie die Decke da hinten aufnehme. Also so schnell kann es nicht kommen, aber ja, es ist immer mal besser, wenn man sich sieht. Man kann das Ganze auch mit der Apple Watch, aber das verschwindet nach ein, zwei Minuten und dann, ja, dann guckst du in die Röhre. Es ist mir schon mal auf einem anderen Kanal passiert, dass ich erzählt habe. Da hat es auf einmal nicht mehr aufgenommen, weil der Speicher voll war, ne? 13er Pro, 128 GB, aber der Speicher war voll. Und ich habe munter weiter erzählt und dann irgendwann will ich Pause machen und gehe hinter das iPhone und dann merke ich, das läuft nichts mehr. Also da kriegst du ja die Krise. Nun gut, meine Lieben. So, das sind die Probleme, die hoffentlich sehr, sehr bald behoben werden. Ich habe heute gelesen, iOS 18.1 soll erst Mitte Oktober kommen. Ich hoffe, dass bis dahin irgendeine Punkt 0, Punkt 1, 2, 3 kommen, weil sonst ist das schlecht. Ne? Die bringen eine Software, die nicht gut fertig ist nach einem Jahr und ein iPhone, was dadurch auch leidet. Ja? Das Hardware-seitig funktioniert super, aber die Software macht das iPhone dann doch ein bisschen kaputt. Auch wenn die Qualität jetzt super ist, ich bin begeistert. Klar, es ist ein kleiner Sprung von 13er Pro zum 16er Pro, will ich gar nicht sagen. Übrigens, 48 Megapixel sind nicht immer da. Es steht ja auch auf der Apple-Seite bis zu 48. Das System wählt intelligent, wann brauche ich denn wirklich 48? Habe ich 28 gesagt? 48? Wann mache ich 12 draus oder 27 oder weiß der Geier oder 24? Gut, wenn ihr ähnliche Probleme habt, oder andere oder gleiche, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Mich würde es total interessieren, bin ich hier in Bayern der Einzige, der mit diesen Problemen kämpft? Oder sind noch mehr Menschen betroffen? Das war's schon zu den Problemchen. Ich melde mich wieder mit Neuerungen bezüglich Studio-Mikrofon, beziehungsweise dann schalte ich das hier aus und mache einfach nur mit dem Eingebauten, um euch zu zeigen, wie gut ist es wirklich. Das müsste ich dann aber auch einmal draußen machen, einmal drin und ja, dann sehen wir weiter. So, vielen Dank fürs Schauen, gegebenenfalls vielen Dank für eure Kommentare. Wenn euch das jetzt schon gefallen hat, na dann kannst du mir ein Like, nee, was soll ich sagen, ein Abo da lassen, ne? So sagt man, das sagt man. Genau, weil der andere Kanal, der ist deutsch-polnisch und dann sage ich es immer auf Polnisch. Naja, wie dem auch sei, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, euer Wojtek.